Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skates Craft Blog. Und wie man sieht, haben wir gestreamt und deutlich mehr Suti Marble gemacht, womit wir hier das schon mal schön gemacht haben. Außerdem sind wir mit den komischen Crops hier weitergekommen. Wir haben nämlich einerseits eine Menge Dirigible Plump gedöns und wir haben auch schon ein paar Enderlilies. Und wir haben uns eine Growth Lens gemacht, mit der wir hier das hier rumleiten können und dann da drauf. Und dabei haben wir gemerkt, eigentlich ist das alles ganz schön wack mit den Dingern, die wir hier haben, weil die halt ziemlich schlecht sind. Und auch dieser Collector Crystal ist halt wahrscheinlich nicht so gut. Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht geschaut, ne? Wie gut ist der eigentlich? Also ich habe einfach angenommen, dass der nicht so gut ist. Ja, okay, never mind. Der Collector Crystal hier ist perfekt. Aber er ist nicht gut genug. Jetzt denkt ihr euch, hä, der ist doch perfekt. Wie kann der nicht gut genug sein? Yeah. Weil wir wollen einen perfekten Celestial Crystal. Und um das zu bekommen, muss man die hier züchten. Und um perfekte Spiegel zu bekommen, züchten wir auch noch perfekte Rock Crystals. Und da haben wir im Stream schon ein bisschen was gemacht. Der hat ja schon 370, 100, 100. Und was wir jetzt mal machen, ist, dass wir versuchen, den jetzt in der Folge auf 100, 100, 100 zu bekommen. Und wenn der hier Zeug macht, können wir eigentlich die auch schon mal wachsen lassen. Und zwar vor allem den hier. Der ist nämlich ein bisschen klein. Der hat 400. Mit dem können wir mal hier vorgehen. Und ein bisschen schleifen. 461. Ups. Ne, das wollte ich gar nicht. 461. 441. Cutting 70. So, und jetzt kann man den ein bisschen schleifen, damit der mehr Cutting bekommt. Cutting 83. Man muss immer aufpassen, dass man nicht kaputt schleift, denn er wird kleiner, während man ihn schleift. 337, 99, eine Umdrehung noch. Und wir haben Cutting 100, Purity 89, Size 328. Und in dem Moment würden wir jetzt hergehen und auch den in so ein kleines Bad hier werfen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht aus Versehen irgendwas einsammeln. Irgendeinen von den anderen. Und da legt sich jetzt quasi so eine Schicht da drum. Der hier ist fertig. Schauen wir uns den mal an. Und wir sehen, optimal, wir haben einen perfekten Rock Crystal mit 400, 100, 100. Das ist super. Den legen wir hier mal in die Kiste rein. Jetzt könnten wir den natürlich theoretisch benutzen für Linsen. Und diese Linsen hätten dann auch 400, 100, 100. Es sei es ist relativ egal. Weil Zeiss gibt nur an, wie viele Linsen wir aus einem rauskriegen. Das ist okay. Aber Purity und Cutting gibt quasi an, wie viel Licht hierbei verloren geht, wenn man den umleitet. Also ich weiß nicht, also irgendwas gibt irgendwas an. Purity das eine und Cutting das andere. Und beides erzeugt halt Verluste hier in dem Stein. Und das wollen wir ja ehrlich gesagt nicht. Also zumindest will ich das nicht. Okay. Den haben wir auch. Der ist ein bisschen gewachsen. Genau. Und was wir natürlich brauchen, ich werfe den hier nochmal rein. Na gut, so ist optimal. So, Purity 89. So. Und die müssen jetzt erstmal sehr, sehr groß werden. Die müssen 900 erreichen. So, was passiert, wenn die 900 erreichen? Oder bei dem hier 400 erreichen? Also, wenn ich den jetzt nochmal reinwerfe, dann trennt er sich quasi in der Mitte, dann bricht er auseinander und damit bekomme ich dann zwei Rock Crystals, die 100% Purity haben. Dann kann ich die schon mal wieder größer machen, dann kann ich die wieder schleifen auf Cutting 100, weil das Cutting geht kaputt, wenn wir die auseinanderbrechen. Dann kann ich die schleifen auf Cutting 100, dann wieder noch öfter reinwerfen und irgendwann haben wir einen zweiten und dritten und so weiter mit Size 400 Purity 100, Cutting 100, um ganz, ganz viele Linsen zu machen, die keinen Verlust haben.
Und das gleiche gilt auch für die Dinger, damit geht das auch, aber die will ich gar nicht, um Linsen zu machen, sondern die will ich, um Kollektorkristalle zu machen. Denn mit perfekten Celestial-Kollektorkristallen können wir halt sehr viel mehr Sternenlicht einfangen. Und mein Plan ist so ein bisschen, dass wir hier oben so ein Netzwerk aus Kollektor-Crystals machen. Also ein Kollektor-Crystal sammelt im Umkreis von 16 Blöcken das Sternenlicht ein. Und dass wir quasi dann alle 16 Blöcke so ein Kollektor-Crystal machen und hier quasi so ein Grid aus Kollektor-Crystals machen und dann mit perfekten Linsen das alles umlenken, irgendwo hier an den Rand, und dann mit mehreren Strahlen hier runterlenken und dann quasi in jedes Stockwerk einen perfekten Strahl reinlenken. Dann haben wir hier quasi oben wird Sternenlicht gesammelt. Dann geht das irgendwo hier rüber. Ich weiß nicht auch noch nicht auf welcher Seite. Hier zum Beispiel. Dann gehen hier ganz viele Strahlen runter. Und in jedes Stockwerk geht dann so ein Strahl rein. Also in jedes Stockwerk, wo wir Sternenlicht brauchen. Und dann geht das alles easy. Denn was man zum Beispiel mit Sternenlicht machen kann, man kann hier so eine grüne Growthlands reinmachen. Dann kann man das hier verlinken. Und dann kann man das hier verlinken. Und ihr seht jetzt hier Partikel. Und das Ding wächst jetzt sehr, 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 sehr viel schneller. Was meint ihr, wie wir so viele von den Dingern hier bekommen haben? Das fliegt jetzt dann gleich hoch, wird von der Hopperhook aufgesaugt, zack, rein, easy going. Und man kann dann hier und flupp, und es ist eingesaugt, 34. Und ihr seht, der ist schon wieder bei 85. Also das ist richtig mächtig. Und dann können wir halt später auch so Prisms machen. Und die teilen den Lichtstrahl dann in alle möglichen Himmelsrichtungen auf. Und damit kann man dann quasi, die kann man dann in die Mitte von einem Feld machen und dann wird das ganze Feld quasi mit Sternenlicht versorgt. Von einem einzigen Growth Crystal geht das dann in das Prism rein oder ich glaube, ich kann sogar die Linse in das Prism reinlegen. Und dann kann ich ein ganzes Feld acceleraten mit einem Strahl, der am Ende vom Dach kommt, aber auch unten im Keller sein kann. Ist das nicht nice? Ich würde sagen, das ist super nice. So, jetzt schauen wir mal. Die haben wir, glaube ich, schon. Deshalb sind die farbig. Genau. Aber den haben wir, glaube ich, noch nicht. Genau, das ist hier wie so eine Linie durch. Wir können mal schauen, ob wir diesen Abend das Sternzeichen haben, zufälligerweise. Wir haben hier. Oh, das könnte es das sein? Ich glaube, ne? Wie war denn das denn nochmal? Nee, das war, glaube ich, wartet. Ah doch, das geht. Ah doch, ich glaube, das ist das sogar. Okay, einmal durch. Dann da lang und der Mitte darüber. Okay, pass mal auf. Der kommt dahin, der kommt dahin, der kommt dahin, der kommt dahin. Kommt Leuchte. Der kommt dahin, der kommt dahin. Der da und der da. Jawoll! Aevitas ist erforscht und damit ist das Ding auch ready. Und es ist da, perfekt. Es ist am Himmel, wunderschön. Und wenn wir jetzt ein Astral Tomb haben, dann können wir auf Constellations gehen und dann sehen wir, Aevitas wurde erfolgreich discovered. Wir sehen auch, an welchen Mondphasen das zu sehen ist. Wir sehen, wie wir das Ding hier machen. Wir sehen, wie wir Mantle of Stars hier mit infusen. Alles super toll. Wobei wir den Mantle of Stars, den möchte ich mit. Ist das sogar Aevitas? Nee. Warte mal, ich möchte den nämlich mit. Hier. Vizio. Vizio infusen. Und dann mich selber noch mit Vizio attunen, weil dann gibt uns dieser Mantle of Stars Creative Flight. Und um das hier zu tun, brauchen wir mehr Sotimabel. Und wie geht's um die Dinger? Also, die spawnen auch eigentlich nicht. Da müsst ihr jetzt auch keine Sorgen haben, dass wenn ich die da 5 Minuten drin lasse, dass die spawnen. Ach ja, genau. Und was noch passiert? Wie kriege ich Purity hoch? Also, wenn die auseinanderbrechen, die Kristalle, dann wird einer
also dann das pure bricht dann weg. Also der bricht dann in zwei Stücke und eins hat dann eine höhere Purity und das andere hat eine niedrigere Purity. Und den mit Part mit der höheren Purity, an dem arbeite ich halt weiter. Und dann geht es immer weiter und weiter und weiter. Und dann kann man die super züchten und bekommt dann alles Mögliche. Und jetzt haben wir schon 34 und flupp, 35. Warum ist die so weit oben? Das ist relativ easy zu... Ey, ich kann es einfach so anziehen, ne? Das ist easy zu sagen. Aus irgendeinem Grund wird das hier nicht gerendert, wenn ich nicht auf der Höhe bin. So. Ist das so, dass die Hopperhook immer auf der eigenen Höhe und nach unten schaut? Und je höher die ist, desto mehr kann das Ding hochfliegen, bevor es halt außerhalb der Reichweite der Hopperhook ist. Und deshalb steht die hier so ein bisschen höher. Das ist der Grund. So. Dann schauen wir mal ganz kurz, wie es unseren Dingern unten geht. So. So, die sind wahrscheinlich schon ausgehungert. Die brauchen mal wieder ein bisschen was zu essen. Hier. Bisschen Essen für euch, bisschen Level. Du hast schon alle Level gegessen. Wie sieht's hier aus? Wie sieht's hier aus? Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist schon mindestens ein Terra-Stil. Problematik ist aber immer noch, wir haben immer noch kein Lapis-Lazuli bekommen. Was sagt denn eigentlich hier unser Drawer? 600, perfekt. Also der hat ordentlich was produziert mittlerweile. Wir haben ja ganz gut Mana hier oben in den Pool reingemacht. Das hat für eine Menge gereicht. Hat sich auch nur 5-mal aufgehängt, das Ding. So, wir können jetzt mal ausnahmsweise mal wieder, aha, wir müssen das ja immer wieder mal machen, ein bisschen Stein setzen. Und dann können wir mal gucken, ob wir heute Glück haben. Und ein bisschen Lapis Lazuli. Aber Lapis ist wirklich extrem selten. Also wirklich extrem. Also halt seltener als Dias. Das ist so belastend. Hier, zack. Dias Emeralds in einem Durchgang gekriegt. Lapis Lazuli. Fehlanzeige. So, warum? Warum? Warum kein Lapis? Hier, mittlerweile haben wir auch die Dinger hier abgebaut. Naja. Wir haben jetzt ein paar Dias. Ich habe die Küche fertig gemacht. Oder zu einem gewissen Grad fertig gemacht. Wie man vielleicht sieht. Hier ist die Küche ein bisschen eingerichtet. Wir können uns jetzt hier nice Sachen wie Veggie-Strips und so weiter herstellen. Das ist eigentlich ganz nett. Wie viel hat das jetzt eigentlich Mana verbraucht? Bisschen, aber geht noch. Okay, dann muss erstmal der hier kurz sterben. Dann essen wir ein paar Veggie-Strips. Und dann wollte ich hier noch im Buch schauen, oder wie war das jetzt? Nee, ich wollte ja eigentlich... Wie heißen die nochmal? Feroxia, doch Feroxia. Feroxia, genau, hier diese Feroxia-Spores brauchen wir und dafür brauchen wir das und das und daran sind wir gerade. Ender-Lily-Seeds, Melon-Seeds und Poisonous Potatoes waren noch ein Problem. Wir haben nämlich keine Poisonous Potatoes bekommen. Ist es zu fassen, dass ausgerechnet Poisonous Potatoes schwierig sind? 2% Drop-Chance. Das ist natürlich schwierig. Wieder nur 6 Stück. Ich denke, wir werden die mal oben anbauen. Weil so ist das ein bisschen... Also wir haben sehr viel Bone Meal damit verschwendet. Das finde ich nicht so gut. So, wir können hier mal die Karotten hier mit dazulegen. Können wir noch irgendwas machen? Wir können ein paar Fries machen. Theoretisch. Bringt uns das irgendwas? Fruit Salad. Oh, Cutting Board brauchen wir. Das fehlt offenbar. Mmh.
Cutting Board. Ein Brick, ein Stick und eine Plank. Eine Plank. Ein Brick und ein Stick. Ein Brick und ein Stick. Zack, Cutting Board, easy going. Und dann hängen wir das hier dran. Flupp. Und schon können wir das theoretisch herstellen. Aus Äpfeln. Ja, besser als nichts, ne? Besser als nichts. Cook Turtle. Habe ich eine Turtle reingelegt? Woher nimmt er die gekochte? Ja, okay. Bubbly Water. So, ein bisschen Sprudelwasser. Können wir gar nicht trinken? Schmutz. So, ein Fruchtsalat. Alles easy. Also das erleichtert uns das Leben sehr. Wir müssen halt nur noch ein bisschen gucken, dass wir bessere Rezepte dran bekommen. Aber das geht schon. Ah, jetzt wollte ich eine Kartoschka wollte ich ja mitnehmen nach oben. Damit wir weitermachen können. Und was war noch für die Feroxia Spores? Dieses Zeug und dann Invisible Twine. Twine. Enderlily Twine. Hier, Invisibler Seeds. Und dafür brauchen wir Cinderbella Shoots. Und dafür brauchen wir Seeds, Normie Seeds und Sugar. Okay, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Das können wir noch schnell machen, ne? Dann können wir die anderen auch gleich mit hochnehmen. 4 Seeds da. 4 Normie Seeds. Also ihr seht, wir haben eine Menge Ender Lily Seeds. Wie sieht's denn hier aus mit Bone Meal? Bone Meal ist knapp, ne? Hab ich alles Bone Meal verbraucht? Auch keine Bones mehr? Auch keine Bones mehr. Holy moly. Aber ich habe hier, glaube ich, ein paar Bones. Nee. Eieiei. Okay. Gut, dann reißen wir einmal kurz den Baum ab, setzen wieder neu, bekommen wir ein bisschen was. Außerdem bekommen wir noch ein paar wunderbare Holzkohle-Dinger. Genau, und ihr habt mir auch gesagt, ich soll auf die Axt Lack drauf machen. Aber das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man kein Lapis hat. Für Lack. So. Fahren wir mal kurz ein bisschen Bone Meal. Und Holzkohle. Okay, das war jetzt nur plus 2. Also ein bisschen mehr erwarte ich mir schon. Weil wir brauchen ja auch jedes Mal was. So. Wie viel bekommen wir jetzt raus? 17. 19. Naja, ich will jetzt nicht den ganzen Tag hier farmen, aber das ist schon... naja. Ach, ich habe die normale Kohle. So. Schon kritisch. So. Packen wir mal das hier weg. Das da. Droppen da Normies Seeds eigentlich? Überhaupt? Also ich sag mal hier. Hier droppt gar nicht genug Zeug. Damn it. Okay, dann können wir das gerade gar nicht machen.
Okay, dann müssen wir zusehen, dass wir mehr Normie-Seeds bekommen. Ich meine, die Sachen hier, glaube ich, können wir die zur normalen? Nee, geht hier gar nicht, ne? Da wäre mehr Bone Meal ganz gut. Wie bekomme ich nochmal Normie-Seeds? Einfach durch Gras abbauen, oder? Wie kriegen wir das am besten? Mal gucken. Oder wir bauen halt eine automatische Farm oder sowas. Vielleicht ist das die beste Lösung. Aber erstmal gehen wir wieder hoch. Denn am dringendsten brauchen wir jetzt andere Sachen. So. Einmal hier hoch und dann bauen wir das Ding mal ab. 41, das reicht locker easy. Dann machen wir hier ein paar Potatoes rein. Ne, wo habe ich jetzt die Potatoes hin? Ne? Alter! Ist zum Glück nicht OP oder so. Ne? Also ist überhaupt nicht OP. Die Growthlands. Nein, ist sie nicht. Gibt absolut keinen Grund, die jemals zu nerven. Die ist eigentlich überhaupt gar nicht OP. Gar nicht. Wobei, wir haben jetzt eine. Egal, wie teuer das Rezept wird, wir haben ja eine. Aber du könntest uns ruhig mal eine Poisonous Potato geben hier. 2% Chance. Ich glaube, es hackt. Könnte man sich mal schön AFK hinsetzen, einfach Stacks an Kartoffeln ernten. Man müsste nicht mal einsammeln, ne? Weil die Hopperhook das auch übernimmt. Ja, wir haben eine Poisonous Potato. Sehr cool. Aber wir brauchen noch eine zweite. Wir brauchen insgesamt 4 Poisonous Potatoes, ne? Eieiei, wir brauchen insgesamt 4. Ja gut. Ich glaube, das ist eine Sache, da können wir uns auch im Livestream ganz geschmeidig mal hinstellen und ein paar Poisonous Potatoes farmen. Aber ihr seht, wir sollten theoretisch nie wieder Essensprobleme. Und das ist jetzt nur eine Linse, ne? Wir könnten das ja noch erweitern hier. Das ist schon... ist schon relativ nice. Na gut. Aber damit habe ich euch jetzt die Fortschritte gezeigt. Hier sind wir, da sind wir. Wir haben jetzt hier die Lens reingemacht. Wir farmen gerade das Zeug hier ein bisschen. Ich glaube, die Fortschritte sind soweit ganz in Ordnung. Und daher würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder im nächsten Livestream. Macht es gut, bis dann. Tschüss.